Ist ja schon ein bisschen traurig, was im Rufo so alles passiert. Das ist schon Wahnsinn, ne? Also, schon etwas tragisch alles. Jetzt müssen wir uns mal umschauen hier, weil wir haben jetzt Zeit. Wir können es mal gucken. Globus. Aha. Wasseremblem. Klingel. Gegensprechanlage. Fernschreiben. Rathaus. Globus. Können wir irgendwas machen? Was für ein Schrotthaufen. Na. Lull. Okay, Glas. Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Dann nimm doch mal mit, mein Freund. Ah, ja. Schlüsselloch. Okay. Schlüsselloch. Das wird immer suspekt da gerade. Gegensprechanlage. Nächster, bitte. Nee, Lotti. Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Die Lotti, die fehlen gleiche wunderschöne. Ja. Nächster, bitte. Hallo, Lotti. Ja, wohl. Klingel. Nanu. Oh. Er ist weg. Ich wollte schon sagen, es kommt er wieder raus. Okay, was haben wir hier? Schublade. Kissen. Kissen? Ah. Ein Erdmagnet? Das war doch von dem Vater, oder ein nicht? Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ja, dann mal mit. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein Hast können. Hast du gerade gesagt. Kissen können wir nicht mehr bewegen, ne? Schade. Schublade. Okay, da tut sich nichts mehr auf, okay. Aber wir haben doch jetzt Wasseremblem. Wasseremblem. Wir haben doch jetzt hier unsere Wünschelrute mit Wasser. Aha. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel, Schrankschlüssel. Schlüsselloch. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Ach, denk doch nicht immer so gleich mit einschmelzen. Nimm den einfach, mein Freund. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Nein, nicht einschmelzen. Wir benutzen den einfach mal, mein Freund. Wir haben doch hier was. So. Jetzt können wir nicht im Schlüsselloch. Mal schauen, was kommt. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Na klasse. Schnapsschrank. Was soll ich denn? Mensch, Vater, was hast du uns da hinterlassen? Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Einfach mal mitnehmen. Schnaps sollte ja auch helfen. Okay, auch gut. Jetzt haben wir noch das Fernschreiben da. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal Schnaps. Ein Glas und ein Erdmagnetfeld, wofür das auch immer sein soll. Ich habe noch keine Ahnung. Wir haben immer noch das da und den toten Vogel haben wir auch noch am Start. Fernschreiben. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Nee. Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Haha, ja. Okay. Fernschreiben. Mal schauen, was dort ist. M-A-C-H-T-S-G-U-T-I-H-R Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Macht's gut, ihr wunderschönen Freunde, heißt das bestimmt. Ja, so, hier haben wir nichts mehr jetzt, ne? Schade, schade. War's alles? Wir zaubern nochmal kurz und gucken mal. Nee, wir haben hier alles gefunden. Okay, dann gehen wir zurück ins Rathaus. Der Wenzel, der macht mir auch langsam verrückt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. So langsam. Ich muss noch mal tun. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Ja, Lotti. Ja, wunderbar. So, ich würde sagen, wir schauen mal
in den Sitzungssaal rein. Mal gucken. Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Das werden wir sehen, Herr Bürgermeister. Ne, also... Aber da, der Wenzel. Vom Freund zum Feind. So, gucken wir mal. Bürgermeister Lotek. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Clever gesprochen, Rufus. Clever gesprochen. So, was ist hier mit unserem besten Freund? Hm? Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriechst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Gol aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Gol, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich, ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her, genauso wenig wie Gol. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Wenzel, 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 mein Freund. Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Mensch, Gol. Hey, Gol. Gohohohohol. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Ja. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Starker Kaffee. Den werden wir herstellen. So, hier ist auf jeden Fall nichts mehr zu finden. Also wirklich gar nichts mehr. Wir können uns mit den ganzen Leuten... Hey. Oh, aber Rufus, Sie sind vergessen. Okay, alles klar. Das ist das erste Mal, dass ich ihn aufrecht stehen sehe. Ah. Okay, hier ist definitiv nichts mehr. Ab ins Rathaus wieder zurück. So, was können wir jetzt noch tun, Freunde? Wir haben so viel Zeug, wir haben so viel Zeug dabei. Die Wünschelrute, das Narkotikum, was wir auch noch haben, den Schnaps, das Erdmagnetfeld und das Glas Wasser. Aber das Glas Wasser könnten wir doch eigentlich, oder das Glas zumindest, könnten wir das nicht... Warte mal, Schnaps. Ja. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Oh, okay. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, das haben wir Glas Wasser. So, was machen wir jetzt mit dem Glas Wasser? Wir hätten vielleicht aus Narkotikum da umfüllen können. Hm, auch nicht verkehrt gewesen. Wir machen diesen blöden Vogel immer noch. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Was machen wir mit dem ganzen Zeug immer noch? So, hier gehen wir vor Stadttor. Den Bullen haben wir auch noch und das Zeug haben wir auch noch. Da hätten wir vielleicht die Säure reinkippen können. Mann, das gibt's doch nicht. Den Stier haben wir auch noch. Wir haben so viel Zeug noch hier zu erledigen. Ich weiß nicht, wohin. Dieser betäubende Vogel, können wir den vielleicht benutzen? Für einen Stier? Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug... Nee, okay, muss nicht sein.
Freunde, was tun wir jetzt hier? Wir müssen auf jeden Fall noch einiges machen. Wir müssen das Auto noch irgendwie hier machen, mit der Säure die Batterie da rausholen. Oh, haben wir schon. Angebohrt, die Säure holen, den Stier das Blut abzappen. Dann hätten wir fast alles, oder? Ich würde sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Müssen wir echt mal gucken. Weil wir haben so viel Zeug auch noch selber am Start. Mal gucken, was da kommt.